Hallo, liebe Modellbahnfreunde. In diesem kurzen Video geht es um den weiteren Baufortschritt der Spur-N-Schreibtischanlage. Ich habe das Video dazu in drei Kapitel unterteilt. Im ersten Kapitel geht es um die Auswahl der Steuerung. Das zweite Kapitel zeigt den Einbau sowie die Funktionen der Steuerung. Im dritten Kapitel gehe ich noch kurz auf den aktuellen Baufortschritt sowie den weiteren Ausblick ein. Nachdem nun der Gleisbau sowie die Elektrik der Anlage fertiggestellt sind, benötigen wir im nächsten Schritt eine Steuerung für die Anlage. Für die Auswahl der Steuerung waren für mich die folgenden Kriterien zu erfüllen: digitaler Betrieb über DCC für die Verwendung des bestehenden Rollmaterials, Bedienung per Handregler, optionaler Multiplayer-Betrieb mit zwei Handreglern, geringe Abmessung für den Einbau direkt im Modul und eine kostengünstige Lösung. Durch eine Facebook-Gruppe bin ich dann auf das für mich noch unbekannte Steuerungssystem von Pico, Pico Smart Control Lite, gestoßen. Das System unterstützt DCC, verfügt über zwei Anschlüsse für Handregler und kann von den Abmessungen her direkt im Modul verbaut werden. Zudem konnte ich es gebraucht, aber im neuwertigen Zustand günstig erwerben. Danke auch hier nochmals für den Tipp und das super Angebot. Der Einbau des Systems war in wenigen Minuten erledigt. Die Zentrale wird mit zwei Schrauben unter dem Modul fixiert. Die Zuleitung zur Verteilung der DCC-Spannung wird vorne am Modul über Schraubklemmen angeschlossen. Das Kabel des Handreglers habe ich mit einer dünnen Holzplatte gegen Herausziehen gesichert. Der Netzteilanschluss wird seitlich am Modul herausgeführt. Für den sicheren Transport des Handreglers habe ich zudem noch einen kleinen Holzkasten gebaut, welcher den Handregler auf der Unterseite des Moduls sicher aufnimmt. Hier nun ein kleines Beispielvideo zur Verwendung des Handreglers von Pico. Der Handregler ist relativ einfach aufgebaut und verfügt oben rechts über eine Auswahl der Lokomotive. In meinem Fall habe ich jetzt die BR212 mit Adresse 3 in der Auswahl. Ich kann hier über den Drehregler die Fahrtrichtung entsprechend ändern und die Geschwindigkeit steuern. Über die Tastenbelegung von 0 bis 8 bzw. noch weiter kann ich eben hier die Fahrzeugfunktion aktivieren oder deaktivieren. Das sieht man oben auch ganz gut an den einzelnen Punkten unterhalb den Nummern. Im Großen und Ganzen wirklich ein sehr, sehr tolles Gerät. Im letzten Kapitel geht es um den aktuellen Baufortschritt sowie den weiteren Ausblick der Schreibtischanlage. Ich habe die drei äußeren Gleise der Anlage mit einem Prellbock versehen und die darunterliegenden Gleise bereits gealtert. Ich werde auf jeden Fall auch noch eine entsprechende Landschaft für den Güterbahnhof mit Gebäuden und Straßen vorsehen.
Aktuell bin ich hier auf der Suche nach passenden Gebäuden sowie Ideen für die weitere Landschaftsgestaltung. Zudem werde ich über einen Hintergrund die Tiefenwirkung der kleinen Anlage verbessern. Das Rangieren auf der kleinen Anlage macht auf jeden Fall jetzt schon Spaß und bietet viele Spielmöglichkeiten. Auf der rechten Seite der Anlage könnte ich mir ebenfalls noch einen Gleisanschluss zu einem benachbarten Güterbahnhof vorstellen. So wäre der Spielspaß noch größer, aber natürlich auch der Platzbedarf. Hier gilt es in Zukunft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den aktuellen Stand geben. Ich freue mich über eure Kommentare, lasst mir doch gerne auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.